Hi, ich bin Sebastian vom Förderverein. Ich bin in der Auffangstation in Changsha, China. Und ich würde euch jetzt gerne mal die Suki vorstellen, die diese Auffangstation leitet. Suki, come over. Hi. I want to say thank you for all the people from Germany who is supporting us to have the dogs we rescued in China. Thank you very much. Vielen Dank für alle, die uns so fleißig unterstützt haben. Einmal mit Spenden. Hier seht ihr die ganzen Schermaschinen, die Medikamente und auch die Leinen der Wishlist. Die anderen Leinen, die fehlen, die sind schon in Gebrauch. Und jetzt geht's einfach mal raus. Hier seht ihr meine Frau, die ist auch das erste Mal dabei. Und wir führen euch jetzt einfach mal ein bisschen rum. Das sind die Hunde von der Suki, die Auffangstation hier in China leitet. Und da seht ihr auch schon die ersten Hunde, mit denen waren wir heute Morgen schon alle Gassi. Da gibt es später auch noch mal eine Abendrunde, die wir machen werden. Hier sind auch zwei Füchse, die auch von einer Pelzfarm gerettet werden konnten. Wir werden mit euch jetzt nicht in alle Gebäude ganz reingehen, sie nur mal kurz von außen zeigen, weil es sonst nämlich ziemlich laut wird. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht. Ja. Alles Hunde, die aus Schlachthäusern gerettet wurden. Hier seht ihr auch ein paar Enten, ein paar Gänse. Und da kommt schon der nächste entgegen. Hey. Hier haben wir ein Schaf. Auch in dem Gebäude sind Hunde drin. Die Gebäude waren alles mal alte Schweineställe, die jetzt umgebaut wurden. Aber wie ihr seht, stark renovierungsbedürftig sind. Und wir würden gerne mit eurer Hilfe auf jeden Fall die Dächer neu machen. Die Böden müssten neu gemacht werden und auch alle Gebäude brauchen auf jeden Fall Fenster. Seht ihr eine Arbeiterin? Ja, hier geht es dann weiter. Auch in dem Gebäude hier links sind überall Hunde drin. Und den hier rechts auch. Mit ca. 450 Hunde. Großteil stammt von der Julienrettung diesen Jahres, als wir die Trucks entladen haben. Hier haben wir noch einen Park. Die Hunde kommen immer alle mal ein bis zweimal am Tag in den Park raus. Hier seht ihr noch mehr Arbeiter. Noch mehr Hunde. Dann gehen wir mal nach oben. Auch da hat es noch einen großen Park. Hey. Auch hier werden dann die Hunde aus den Gebäuden immer wieder rausgebracht, dass sie ein bisschen Freigang haben. Hier haben wir zwei ganz große Kandidaten. Ja, ist okay. Gehen wir weiter. Es sind mittlerweile, glaube ich, 14 Arbeiter, die der Suki helfen. Dann haben wir hier unten noch ein weiteres Gebäude. Und hier sind Hunde drin. Beide etwas separiert, weil sie beide etwas Husten haben.
Einmal die Hope und einmal die Baby. Die Hope, die macht sich schon ganz gut, mit der konnten wir auch schon ein bisschen an der Leine laufen und die Baby ist noch recht schüchtern und auch traumatisiert. Vor allem, wenn sie eben eine Leine um den Hals hat. Ja, das wäre es erstmal soweit. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen und bitte vergesst nicht, den Text über den Post zu lesen. Bis dann. Ciao.